Hey, guten Morgen, liebe Sorgen. Die Sonne scheint perfekt für den Umwelttag in Herzberg am Harz. In dem Zusammenhang habe ich noch einen kleinen allgemeinen Tipp für alle Raucher. Vorher aber bitte nicht vergessen, den Channel zu abonnieren und teilt das Video in euren sozialen Netzwerken. Ja, auf dem Weg zum Umwelttag in Herzberg am Harz war ich mit meinem Greifer schon unterwegs und habe da natürlich auch Kleinkram eingesammelt. Und deswegen habe ich hier einen Tipp für alle Raucher, weil es auch gerade durch die Medien geht, dass Ordnungsämter Bußgelder für weggeworfene Kaugummis und Zigarettenkippen zum Teil drastisch erhöhen. Ich habe mir dazu eine kleine Blechdose besorgt, die man wie eine Zigarettenschachtel mit sich führen kann. Die öffnet man einfach und kann dann da einfach seine Zigarettenkippen reinschmeißen und in der Tasche bis zum nächsten Mülleimer mittransportieren. Ist eine kleine Maßnahme, bringt aber unglaublich viel für die öffentlichen Parkanlagen. Also da sieht es dann sehr schnell, sehr viel besser aus, wenn sich Menschen einfach so eine kleine Sache zurechtlegen. Außerdem kann ich berichten, es ist erstmal ganz schön eine Umgewöhnung, so Automatismen wie das Wegschnippen der Kippe abzustellen. Also da kann man auch persönlichen Ehrgeiz entwickeln. Das kann dann also auch unter dem Gesichtspunkt erstmal Spaß machen. Ja, hinter mir kann man schon einen riesen Müllcontainer sehen. Bei dem geht es dann heute richtig los. Die Leute tauchen hier langsam am Jugendzentrum in Herzberg am Harz auf, um sich am Umwelttag zu beteiligen. Da kann ich nur jeden auffordern, sich da wenigstens einmal im Jahr für die Allgemeinheit zu engagieren. Das ist eine gute Sache. Hinterher gibt es halt auch immer einen guten Imbiss. Also von daher kann man da auch nochmal die Leute kennenlernen, sich ein bisschen unterhalten. Das finde ich halt eigentlich ganz cool. Ansonsten gilt, den Channel abonnieren und das Video bitte teilen. Damit tut ihr mir einen großen Gefallen, also ein riesen Dankeschön.